Es ist das Duell zweier Rekordmeister. Doch der Favorit steht bereits fest, wenn Manchester United zum Champions League Viertelfinale den FC Bayern empfängt. Der englische Meister ist abgeschlagener Siebter in der Premier League. Die Münchner haben die 24. Meisterschaft schon längst eingefahren. Dennoch gilt höchste Konzentration beim FCB. Es ist Viertelfinale Champions League und da trifft man auf keinen einfachen Gegner mehr, sondern man muss immer seine Arbeit machen, man muss immer konzentriert spielen, man muss immer aggressiv spielen. Ansonsten hat man gegen keinen Gegner eine Chance, vor allem nicht im Viertelfinale der Champions League. Und deswegen, wir müssen konzentriert sein, wir werden sicher den Gegner nicht unterschätzen, nur weil sie in der Liga ein bisschen schwächer dastehen. Also wir schauen auf uns und wir wollen morgen ein gutes Spiel abliefern und bestmöglichst natürlich gewinnen. Bei Gegner Manchester United läuft es in dieser Saison alles andere als rund. In der ersten Spielzeit nach der Ära Ferguson hecheln die Red Devils ihren Ansprüchen hinterher. Trainer David Moyes steht massiv unter Druck. United droht die erste Saison ohne Europapokal seit einem Vierteljahrhundert. Ganz anders das Jahr 1999. Im legendären Champions League-Finale schlugen Urgestein Ryan Giggs und Co. die Bayern in der Nachspielzeit und holten das Triple. Doch der 40-jährige Dauerbrenner ist sich bewusst, wie lang 15 Jahre sind. Das wird ein schwieriges Spiel, das mit 99 nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, die wenigsten erinnern sich überhaupt noch an 99. Wir wissen, dass es schwer wird, aber es ist auch aufregend. Wir spielen im Old Trafford in der Champions League und gegen eine sehr gute Mannschaft. Als Spieler willst du einfach gegen die Besten spielen und dich testen. Und das werden wir machen. Zum letzten Mal trafen die beiden Clubs 2010 im Viertelfinale aufeinander. Damals gab es für die Münchner eine 2:3 Niederlage. Doch auch wenn die Bayern dank eines 2:1 Heimsieges noch weiterkamen, hat Vizekapitän Bastian Schweinsteiger die Pleite noch nicht vergessen und will im Old Trafford auch einmal gewinnen. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was auf uns zukommt morgen. Und es wird ein schwieriges Spiel für uns werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hoffe, dass wir trotzdem eine gute Performance machen und mit einem guten Ergebnis dann auch nach München fahren können. Im Duell der Rekordmeister wollen die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Ein Sieg im Old Trafford wäre ein erneutes Ausrufezeichen und ein wichtiger Schritt auf der Mission Triple-Verteidigung.